Hallihallo Percussion Crew, mein Name ist Clara und ich bin eure Reporterin. Immer live dabei und mittendrin, wenn es um Autosymphonik geht. Das außergewöhnlichste Event im Jahr 2011 in Mannheim. Um genau zu sein, am 10. September. Denn da ist es soweit. Das Automobil feiert seinen 125-jährigen Geburtstag. Und wo sollte das größer gefeiert werden als in der Geburtsstadt des Autos? In Mannheim. Zwei besondere Künstler unserer Zeit, nämlich Marius Janaou Elia, ein Komponist, und Horst Hamann, der vertikalste Fotograf überhaupt, haben sich mit der Popakademie zusammengetan, um Autosymphonik auf die Beine zu stellen. Hierfür brauchen wir aber Drummer. Und zwar Drummer mit viel Rhythmusgefühl und Spaß an außergewöhnlicher Musik. Und die werden gesucht in verschiedenen Castings an verschiedenen Mannheimer Schulen. Jeder darf mitmachen, der Spaß und Lust an Musik hat und man muss nicht mal ein Schlaginstrument spielen. Einfach nur in der Klasse 7 bis 13 sein. Heute befinden wir uns am Ursulinen-Gymnasium, denn hier findet das allererste Casting statt. Ich bin schon wahnsinnig aufgeregt, wie es den Casting-Teilnehmern wohl geht. Schauen wir doch mal rein. Dieses Casting bringt ein bisschen neues Leben zu uns in die Schule. Und viele unserer Schüler sind ja auch dabei und hochmotiviert und hoffen, dass sie dann auch am Schluss dabei sein dürfen. Okay, ich bin Tanja Brau. Ich bin der Tim, ich bin 17 Jahre alt. Mein Name ist Markus Reis und ich bin hier auf dem Ursulinen-Gymnasium. Und ich spiele Schlagzeug und bin 12 Jahre. Bist du dich vorbereitet auf heute? Ich habe mit einem Schlagzeuglehrer viel trainiert für heute und ja. Und was stellst du dir vor unter dem Ganzen? Was denkst du, was dich jetzt gleich erwartet? Ich denke, dass man dann was vorspielen muss und die entscheiden, ob es halt gut war für die, fürs Alter oder ja. Und wie bist du davon aufmerksam geworden? Durch Internet. Ich war auf der Homepage von Ursulinen, da habe ich schon gesehen, dass da ein Link war, wo das gekommen ist. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, auf so einem Auto zu spielen, sag ich mal, was würdest du am liebsten machen? Eine Tür zu schlagen, hupen? Oder hast du eine Vorstellung, wie das ablaufen soll? Also habe ich noch keine Vorstellung, aber vielleicht auf der Motorhaube oder sonst sowas. Das war also der erste Casting-Tag von Autosymphonic. Wir haben viele Drummer gehört, viele tolle Rhythmen uns angehört und angeschaut. Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, doch noch mitzumachen. Kein Problem, einfach vorbeischauen beim nächsten Casting. Alle Termine findet ihr auf www.autosymphonic-casting.de oder auf der Facebook-Seite. Tschüss!